Hallihallo, hier ist euer Lifehacks und herzlich willkommen zur Asia Pacific Division Part 3. Wir sind hier in Hafenstadt im Blau, den Angreifer CMS vs. V, die Verteidiger. Auf geht's! Hier schon mal allerdings im Loading Screen zu erkennen. Ja, die Angreifer hier mit zwei Assassinen, zwei Palangbögen, also viel Range hier, ungefähr so sechs Klassen, vier Klassen auf Range. Ganz, ganz vier Kurzschwerter. Der Verteidiger hingegen hat nur einen Langbogen, das ist ungewöhnlich. Dafür auch gut Langschwerter, habe ich jetzt gerade so auf die Schnelle erkennen können. Und gehen wir hier mal rein. Hafenstadt kennt ihr ja alle. Hat einen schwierigen Early Game, weil einfach wirklich, wirklich ganz, ganz viel weggeschossen werden kann von den Kanonen. Und Belagerungstürme dauern ewig. Gucken wir mal aufs Line-Up. Ich sehe einfach, der Angreifer hat hier als zweite Unit fast immer Kavallerie mit. Huiuiui, der Verteidiger hat auch hier und da Kavallerie, aber bedeutend weniger. Ich sehe auch Marcilla Dars, Falconettis sehe ich als Verteidigerseite zwei Stück. Der Angreifer hat auch einmal Falconettis, wahrscheinlich später für den Endspot. Da sind die Falconettis ja wirklich gut. Und geht's hier schon los, wie gesagt. Er kennt oben 14, 13 Triebböcke, gibt's jetzt noch. Und 14 Triebböcke, das andere ist der Countdown. Ungefähr Unit Count ist ungefähr gleich, Helden 15 gegen 15, 12 Minuten, let's go. Und ja, bis jetzt hier würde ich sagen, normales Game. Man sieht hier nicht irgendwie aus dem West-Tor irgendwie so einen kleinen Push, nur geht eher so ein Abgeschnubbere. Und die Türme hier ranzukriegen, das ist wirklich immer eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ihr seht ja wirklich einfach Kanonen fast alle besetzt. Und hier ist wirklich, wirklich ein gutes Auge gefragt. Der Verteidiger hat hier wirklich massive Vorteile, wenn extra Kanonen, Falconettis, wirklich viel Zeit zu erkaufen. Ich sag mal so, in der Rangliste bei uns hier auf EU war es meistens so 8 Minuten. So ein wichtiges Timing, bis dahin ranzukommen, irgendwie ansatzweise. Und meistens sollte man versuchen, glaube ich, über die Leiter hochzugehen. Ihr seht ja auch gerade, die Angreifer gehen nicht ansatzweise auf das Tor. Verteidiger pushen nicht raus. Die Tower gehen jetzt hier kaputt. Und jetzt heißt es wieder warten, warten, warten. Hier draußen wird eine Assassine gejagt und die wird jetzt auch natürlich wahrscheinlich auch gecatcht. Und weiter geht's, hier der erste Kill für die Angreifer. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist komplett unrelevant. Ist nice, gibt ein gutes Feeling für die blauen Angreifer, für die CMS-Boys. Aber ja, wirklich unrelevant. Der wird gleich wieder da sein, holt seine Unit wieder und dann geht's von vorne los. Ja, wie gesagt. Noch 13 Triebwerke stehen zur Verfügung. Die Frage ist, wann kommen die? Ne, man hat ja auf anderen Maps schon gesehen, dass einige über die Leiter arbeiten, hochklettern und dadurch versuchen, den Triebwerk auf die gegnerischen Units zu setzen. Jetzt hier im linken Tor sehe ich einen Hammer-Spieler. Und was macht er da? Geht er da rauspushen oder einfach nur so kontrollieren? Mich überrascht ehrlich gesagt, dass die Verteidiger nicht mehr Range-Helden dabei haben. Die Angreifer haben ja wirklich, glaube ich, vier Range-Helden, zwei Kurzbogen oder Langbögen und dann nochmal zwei Musketen. Also ist schon eine Menge mehr. Und ihr seht auch gerade hier einen kleinen taktischen Fehler. Der eine Turm bewegt sich gar nicht. Das glaube ich, das soll so nicht sein. Also die Türme müssten wirklich konstant rangepusht werden, um die Kanonen auch wirklich zum Leerschießen zu zwingen. Und Stand jetzt würde ich sagen, Verteidiger macht hier, also Team, ne, wie macht hier einen richtig, richtig guten Job. Regelmäßig wird hier auch versucht, die Leiter irgendwie hochzuklimmen. Die Assassine drüben nervt schon wieder hier. Aber überall doppelte Absicherung. Mich irritiert es auch, dass ganz im Osten nicht wirklich ansatzweise ein Push kommt. Es gibt ja auch im Osten diesen Mörser-Spot, der wird irgendwie auch gar nicht benutzt. Und interessant. Wie gesagt, 8 Minuten war so das Zeitfenster. Jetzt sind wir bei 39. Und ja. Gucken wir mal. Ach, hier ist ein Mörser. Guckt euch das an. Da hinter dieser Holzbarrikade und es wird auf die Treppe geschossen und versucht hier ne, über die Flugbahn dann die Kanonen da zu treffen, die natürlich aufgebaut sind. Kanonen würde ich euch raten, auch wie hier von Team B weiter hinten aufzubauen, damit die gar nicht so leicht ne, erspottet werden können, also gesichtet werden können. Und ja, interessant. Jetzt kommt hier wieder mal ein Triebock rangeflogen und ja, am nächsten Tauben move hier wieder ran. Verteidiger scheint ja noch ganz entspannt zu sein. Eine Kanone, die ist übrigens gerade kaputt gegangen. Wahrscheinlich leer geschossen. Wahrscheinlich leer geschossen. Ist hier jetzt auf der Minimap. Es gibt einen kleinen Push hier im Westen. Die aus am Start. Aber das wurde auf jeden Fall gescoutet.
bin ganz ehrlich, ich würde das, ich weiß nicht, was die jetzt bringen. Wahrscheinlich werden die da einfach gegen eine Wand laufen und ich hoffe, die sehen das. Also, ne, CMS ist ja quasi, ne, sind erfahrene Spieler und ja, wird er wahrscheinlich gegen den Hammer angegangen, da kommt immer raus, hier Treue im Tor. Und ich kann nicht sagen, ja, die Liaos schießen da so ein bisschen rein, aber wirklich effektiv was machen können die da nicht. Und ja, wenn er jetzt wahrscheinlich zieht sich auch zurück, finde ich, ne, die Idee, einfach mal ein bisschen Pressure zu erzeugen, ist gut. Sich zurückzuziehen ist noch viel, viel besser, wirklich schlau gemacht. Und man weiß auch nicht, ob da Flammenwerfer stehen und sowas. Und selbst wenn man die dann irgendwann besiegt, man hat meistens eh einen schlechten Trade. Und was will man dann da hinten? Da hinten kann man nicht wirklich was machen. Es dauert ewig, ehe man dann hochrennt. Und ja. Ihr seht jetzt auch, dass quasi rechts vom westlichen Gate sozusagen versucht hier hoch zu pushen mit einer. Alter, es gelingt hier auch ein Kill vom Verteidiger. Und es kommt der nächste Kill vom Verteidiger. Hier oben jetzt aber entscheidet sich ein kleines Deathmatch. Ich frage mich gerade, wo sind die Units von den roten Spielern auf der Mauer? Und zwar, CMS kriegt hier gerade über diverse Leiter-Pushes doch schon Kontrolle. Seht ihr das hier? Also jetzt wahrscheinlich so 3-4 Unit-Gruppen gleich oben. Wir sehen hier auf jeden Fall noch einen Hammerspieler und einen Kurzschwert joinen links. Und im Osten hier nochmal eine Assassine und nochmal ein Nodashi. Letztens hatte ich die Frage, gibt es einen Nodashi im High-Level-Bereich? Und ich habe gesagt, ja. Und hier sieht man nochmal wieder eins. Und es ist eine schwere Klasse. Und jetzt kommt es hier zum Clash. Ich frage mich gerade, wo sind denn die ganzen roten Units? Und jetzt ist die Frage, verteidigt man das als, ne, als Defender den Punkt A? Oder sagt man sich, nein, ne, die Triebwerke sind zu gefährlich. Wir machen das nur so halbherzig. Ihr seht auch schon, die ersten Triebwerke hier versuchen wieder einzuschlagen. Gut, gut gesehen von Team V hier, den roten, haben sich wirklich perfekt zurückgezogen. Ich glaube, da gibt es nur eine, zwei Units, die Splash-Schaden bekommen haben. Aber es ist hier aufgebaut. Die Türme übrigens noch nicht ansatzweise dran. Der eine Turm kommt jetzt langsam, der ganz, ganz linke. Die anderen beiden Türme moven jetzt mal wieder. Ich glaube, da könnte zum Fehler sein. Wir haben jetzt noch 6 Minuten 30 und gibt es hier von CMS den ersten Kill. Da kommt der Counterkill übrigens. Und jetzt wird hier ein bisschen rumgeschlachtet. Ich weiß nicht genau, ob man da lang gehen will. Kommt ein Kaiser, Beacon Charge auf der Treppe. Und jetzt geht es hier zurück. Jetzt kommt ein nächster Clash. Und der Langbogen versucht hier gut Schaden zu machen, aber ich kenne das so nicht, dass auf dieser Seite so massiv gekämpft wird. Und jetzt kommen hier nochmal die Landsknechte, werden aber natürlich von den Getreuen perfekt gestoppt. Jetzt kommt hier nochmal eine neue Defense-Mauer, kommt wieder ein Kaiser-Picken-Shot. Kartetsche oben aufgebaut von der Assassine. Da kommt der Hammerspieler, versucht die Kartetsche rauszunehmen, aber wurde verhindert. Jetzt geht sie endlich mal auf den Punkt A. Und der Nodashi hier oben versucht den, ne, Langbogen ein bisschen wegzujagen. Jetzt wird hier erstmal reingesprungen. Hier kann man sich ja theoretisch auch als Verteidiger wasten, man spawnt ja in einer ganz, ganz guten Position. Und bin jetzt hier mal gespannt, was da der Call so sein könnte. Wahrscheinlich hier zwei Leute rein, der Rest verteidigt sich dann wieder. Und ja, CMS hat jetzt hier Minute 5 wahrscheinlich, ja, 5, 10, Minute 5 wahrscheinlich dann auch den A-Punkt erreicht. Und der erste Tower ist auch endlich dran, also hier Tower Defense war schon mal ganz, ganz gut. Und ja, wie bauen sie jetzt auf? Wie bauen sie auf? Sagen sie, hey, wir gehen auf den östlichen Supply, oder sagen sie, nein, den braucht man nicht, der ist zu einfach, zu gut verteidigen. Ihr seht auch schon, ne, Team B hat sich hier wirklich, wirklich richtig gut positioniert. Das sind jetzt schon 3, 4, wahrscheinlich so 6 Helden im Osten. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was, ne, im Westen stehen, Flanken und regelmäßig auf der Mittelstraße muss er hier, ne, im höheren Niveau auch wirklich die Flanken abdecken, zumindest abscouten, um eventuelle Pushes zu sehen. Und erinnert euch dran, was haben wir gesagt? Genau, das blaue Team hatte als zweite Unit Primär Kavallerie. Ne, und jetzt ist die Frage, wann kommt der Kraftpush? Ne, der massive Kraftpush, wann kommt der, oder bauen sie es anders auf? Die hat noch einmal Falconettis. Die Falconettis übrigens sind für den Endbase gedacht oder für den Supply. Aber auf dem Supply ist es ein bisschen schwierig, weil, ne, wenn die dann von oben schießen, ist es ganz, ganz schwieriger Winkel. Von mittig, wo sie schießen könnten, könnte es auch gut gecountert werden, ne, von diesem Innenhof, wo gerade unten die Muskete steht. Das wäre nicht so leicht. Das wäre nicht so leicht. Auf jeden Fall geht es jetzt hier lang. Ich sehe hier Terchus und die Terchus nehme ich auch ganz gerne hier an die Treppe mit. Mega stark zum Verteidigen der Treppe. Und die Treppe ist wichtig, damit ihr Flankenangriffe, die diagonal kommen, abwehren könnt. Und jetzt, was ich gesagt habe, antizipiert habe, hier einen richtigen Riecher gehabt. Die
Angreifer haben sich hier gesammelt und jetzt macht sie den Liao-Push. Natürlich, der Verteidiger weiß das übrigens nicht. Der Verteidiger kann das nicht scouten. Ne? Die Information ist nicht da. Und jetzt ist wahrscheinlich wird es erstmal gesammelt. Und dann geht's rein. Ich sehe hier, wie gesagt, Liaos, Liaos und nochmal Liaos. Das eine, glaube ich, sind Armiger Lancer gewesen, also eine Waffenknechte mit Lanze. Und ihr seht auch schon, hier wird mit Explosion gespielt von dem einen. Eher untypisch, glaube ich, aber wird gespielt da von dem einen in der Mitte. Der da auch Liaos, der Gegner. Und hat nicht viel gemacht. Und jetzt wird hier wahrscheinlich die Flanken aufgebaut. Hier vorne sind schon mal Getreue und ja, hier. Wie gesagt, wir erinnern uns dran, der Angreifer hatte ein paar Range-Helden dabei und das ist natürlich jetzt hier mega, mega smart. Jetzt kommen hier auch von der Verteidigerseite auch Liaos und die sollten übrigens nicht frontal gegen die Treuen laufen, aber sie machen es trotzdem. Sie machen es trotzdem und das wird, klar, sie töten die, aber es wird kostenintensiv. In der Mitte ist jetzt hier ein Push, wird übrigens von Lanzknechten gut abgewehrt. Ist hier noch ein Kurzschwert dabei, der kann auch mit seinem Ultimate durchaus mal einen Kraftcharge aufhalten in Verbindung mit Eisenseite. Auf der anderen Seite wieder auf dem Supply. Also hier diverse Spots am Start. Jetzt gibt es hier oben noch die weitere Flanke, ganz links im Bildschirm zu sehen. Zwei Assassinen springen über den Wall und versuchen jetzt hier die Helden zu catchen. Das müssen die auch machen. Unten wird rot komplett aufgerieben. Unit Count übrigens jetzt hier blau mit einem Lead von ungefähr 200 und noch 9 Trieböcke am Start. Und jetzt geht es hier ins Eingemachte. Kann sich hier Team V, also rot, nochmal irgendwie halten. Also jetzt wird ja nochmal versucht, das zu delayen. Der Hammerspieler versucht wirklich hier den Push nochmal aufzuhalten, indem er sich auf den Versorgungspunkt darstellt. Und ja, also Gratulation an Team CMS. Das war wirklich ein guter Push aus zwei Seiten. In der Mitte wurde auch ein bisschen abgelenkt. Und jetzt kommt quasi nochmal das zweite Problem. Wie verteidigen jetzt hier? Ne? Mit Artillerie und sowas kann man das durchaus machen. Und ihr seht das erstmal hier, ne, stinkt nochmal die Seite. 5:30 ist nicht viel. 5:30 nicht viel. Es könnte ein Zeitproblem werden, wie gesagt. Team V hat auf A echt lange gut gehalten. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Hier die Assassine geht schon mal vor. Und wie bauen die auf? Ich sehe übrigens immer wieder mal Lanzknechte. Das finde ich doch schon überraschenderweise gut. Hier mehrere Gruppen Terchos, wahrscheinlich zwei Gruppen Terchos. Und auch hier die Pikiniere der Miliz sind auch da. Die haben irgendwie einen Speedbuff, habe ich das Gefühl. Die rennen irgendwie so mega schnell. Und ja, wie geht man jetzt hier um? Ein paar Wesen sehe ich da. Der Aufbau beginnt. Hier kommt der erste Mörser. Erste Mörser. Und er geht fast in die Ecke. Aber die Ecke ist noch safe. Habt ihr gesehen? Da oben beim Kurzschwert von Team V wurde noch ein bisschen safe. Kommt der nächste Mörser-Shot. Und wie stellt sich das Ganze jetzt hier an? Übrigens keine weitere Flanke. Keine weitere Flanke von CMS aktuell. Alle Leute sind jetzt hier. Und Team V ist dagegen mit ungefähr, ja, 5 Mann. Also ein Drittel ist ein bisschen woanders. Und ich weiß nicht, ob die jetzt hier reinpushen wollen. Ja, das sehe ich jetzt hier persönlich noch gar nicht. Und die Mörser machen jetzt ihren Job. Und schön übrigens in dieser Straße da links hinter, kann man jetzt nicht wirklich sehen. Wie gesagt, ich kann nicht die Kamera leider nicht kontrollieren. Aber jetzt kommen hier wirklich gute Shots an. Und das wird jetzt gemein. Also hier, wo sind die Falconettis der Verteidiger? Die müssten jetzt hierher kommen. Wo sind die Falcos? Hinten auch keine Artilleriegeschütze aufgebaut. Jetzt geht's hier mit den Getreuen vor und es wird hier nachgezogen. Das sind einmal Kaiserpiken. Jetzt kommen hier noch die nächste Unit. Da kommen übrigens auch die Falconettis, die wir angesprochen haben ganz am Anfang. Die sind jetzt hier genau da, wo wir auch antizipiert haben, eingesetzt. Mega, mega, mega stark. Und jetzt geht's hier rein. Jetzt geht's hier rein. Wie gesagt, Team CMS, blau, hier kompakt, während wirklich Team Rot sich teilweise aufgeteilt hat. Und jetzt gehen hier die ersten Punkte rein. Die ersten Pushes kommen. Wieder der Mörser. Mörserfeuer ist immer noch massiv stut. Ihr seht hier gerade links, wird eingeblendet die Mörser. Könnt ihr euch merken, die Spots. Und ja, geile Sache, geile Sache. Wir werden hier komplett aufgeraucht und jetzt sind sie schon wieder hinter der Cap-Linie. Hier hinter der Cap-Linie müssen Triebock-Safe stehen. Es gibt noch 8 Trieböcke, denkt dran. Und ich habe jetzt auch die ersten Falconettis gesehen. Und jetzt kommt auch die zweite Flanke hier auf den Supply. Das sind Flügelhusare. Zweimal Flügelhusare und wahrscheinlich einmal Lia aus. Ja, kannst du ganz erkennen. Und ja, jetzt geht es ins Eingemachte hier. Oh mein Gott, Unit Count übrigens für den Angreifer 900 zu 600 für den Angreifer. Oh mein Gott, jetzt hier kommt hier die Zangenbewegung. Können die das aufhalten?
Kann man das wehren? Ja, der nächste stirbt, rennt in den kleinen Charge von den Units rein. Und ich vermute, die Sache ist gegessen. Was kann jetzt der Verteidiger machen? Die müssten jetzt mit Kaffspawn und hier drüber rennen. Mit Kaffspawn drüber rennen wäre der Way to go. Ist hier nochmal Lianz. Und der Cap läuft. Und es wird hier nochmal reingesprungen von dem Speer. Und sie ist immer noch ein Kotzschwer. Die hatten ein paar Kotzschwerter, die Verteidiger. Und es wird hier wirklich nochmal um die Zeit gespielt. 2 Minuten 15 auf der Uhr. Und von hinten kommt nochmal ein Kraftcharge. Wurde irgendwie massiv gut gesehen. Krasse Aktion hier. Und ja. Weiter geht's. Jetzt gibt es nochmal Cleave. Die Jolon hier wirklich einzeln rein. Nach einer Minute. Auf der Uhr noch Millimeter fehlen hier zum Sieg. Und Millimeter und auch Minisekunden fehlen hier zum Sieg. Millimeter meine ich hier, ne? Die oben den Cap. Und so. Oh mein Gott, das ist. Verbracht. CMS gewinnt die Partie. Hat einen guten Unit Lead gehabt zum Schluss. Hatten noch Triebwerker am Start. Und ich glaube, Team V war zum Schluss einmal einfach out of position und haben den kompletten, kompakten Push unterschätzt. Und auch gutes Mörserfeuer. Und was soll ich sagen? Geile Partie, oder? GG, meiner Meinung nach. GG. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt hier auf Hafenstadt. Und wir müssen nochmal den blauen Spieler hier hervorheben. Die Assassine. 3 Kills, 1 Death und 11 Assists. Starke Leistung auch hier, die Muskete. Einer guten Partie, wie gesagt, die MVPs sind nicht ohne Grund da. Und ja, das war's soweit. Euer Lifehack.